Prinz, willkommen zurück zu Tomb Raider Definitive Edition, zu Episode 2. Wir sind hier, in unserem neuen, aber sicheren Revier. Na gut, ob sicher ist, weiß ich nicht, aber gerade ein Reh. Armer Kerl. Der hat einen Bogen. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Richtig. Ich habe das Game nochmal etwas leiser gemacht. Ich habe es mir eben angehört, ne? Ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir gleich den nächsten Part. Ich bin immer noch müde. Ich habe immer noch kaum geschlafen. Ich... Hey. Ich schaff das. Mach das trotzdem. Einfach, weil ich Lust drauf habe. Und ich jetzt nach Shadow of the Tomb Raider auch echt... Oh. Echt Bock hab, was zu zocken. Ah, die Wunde. Die Wunde, die Wunde, die Wunde. Ich weiß, das habt ihr alle vermisst. Provisorische Langbogen. Neue Ausrüstung. Ich weiß, dass das Ding funktioniert. Ach, safe. Erinnere dich an das, was du von Lord gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Mhm. Da kommen wir nicht rein. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Alles klar, auf Deutsch gesagt heißt das, Lara will etwas jagen. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Alles klar, ihr könnt gerne auf Pause drücken, könnt ihr lesen. Da habe ich aktuell gerade keinen Nerv zu. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier nach. Und gucken, dass wir etwas finden, was wir essen können. Und ich glaube, da unten sehe ich schon laufen. Ist noch eine Falle im Bogen. Headshot. Damit haben wir das Reh. Oh. Einmal zum Essen. Geschossen. Mit dem Bogen. Ja, ansonsten können wir gerne erzählen, wie es euch gerade so aktuell geht. Wir halten jetzt erstmal das Reh. Ach, das lebt ja noch. Das geht gar nicht. Kann denn das leben? Ich habe ihm Kopfschuss gegeben. Rest in peace. Appetitlich. Naja, immerhin haben wir jetzt vielleicht ein bisschen was zu essen. Okay, zurück zum Lager. Alles klar, wo muss ich hin? Komplett zurück, okay. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Kehren Sie mit dem Fleisch ins Lager zurück. Wir müssen da lang. Ich würde sagen, da müssen wir erstmal was essen. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Ich weiß nicht, was es ist. Das müssen wir aber gleich mal gucken. Ab ins Lager. Hier haben wir sogar Trinken. Lager. Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um Fähigkeiten zu benötigen, Ihre Fähigkeiten auszubauen. Tierische Instinkte. Aktivieren Sie mit Elbe die Überlegung. Okay. Ja, haben wir. Jäger. Okay, erfordert einen Fähigkeitspunkt. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott,
jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Alles klar, da war ein Lebenszeichen. Wir haben jetzt was gegessen. Fähigkeitspunkte. Okay. Ja, da waren wir ja. Alles klar, wir haben 1 von 10 Loras Tagebücher geschrieben. Dann würde ich auch einfach mal sagen, gehen wir weiter. Und versuchen jetzt so halt auch dementsprechend, das ignorieren wir jetzt, dahin zu kommen, ne? Hallo? Ist jemand hier? Die Tür ist einfach offen, die war eben noch zu. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Fackel. Wie schaut's da aus? Verdammt. Da möchte, glaube ich, jemand, dass wir da runtergehen. Ja, wir müssen wohl. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar die Fackel erst einmal runtergeworfen hätte, um zu gucken, was da los ist. Aber dann, ja, gut, wäre sie ausgegangen, ne? Hier ist Wasser. Alles klar, ich würde sagen, wir... Was sind das für Zeichen? Eine Sonne, denke ich mal, ne? Also für mich sieht das sehr, sehr stark nach einer Sonne aus. So. Genau, schreibt mir mal in die Kommentare. Kennt ihr Tomb Raider? Kennt ihr Lara Croft? Habt ihr es schon gesehen oder gerade gezockt? Und wenn ja, wie findet ihr es? Oh Gott. Das ist verrückt. Okay. Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Danke dir. Was sollen wir noch mitten? Fackeln. Das ist schon sehr appetitlich. Hast du schon mal die Gebärmutter eines Hundes gesehen? Ich schon. Auf einem Bild. Alles klar, mehrmals X. Ja, nicht stehen bleiben. Verlassen Sie den Bunker. Ich gebe mir Mühe. Wir gehen weiter. Wir gucken, was uns diesmal hier von folgt. Pass auf, die Fackel muss anbleiben. Hier ist sogar nochmal Feuer. Okay. Hoch. Und raus. Kann ich schneller? Nee. Das ist also das Schnellste, wie wir die Leiter hochlaufen können. Wir sind raus. Wir haben es geschafft. Mit einem Bogen. Und einer schönen Verletzung. Sam? Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias.
Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Sam? Matthias? Sam! Sam! Scheiße! Holla, das klingt so, als würden wir einen Besuch bekommen. Holy moly, ich habe mir gerade eine Kippe angemacht. Frage ist von wo? Wir sitzen aber direkt in der Falle hier, ne? Aber direkt in der Falle. Bärenfalle ist alles andere als schön. Kommt noch einer? Wo? Ins Gesicht. Das war es immer noch nicht. Achtung. Alter, ist der geflogen. Habt ihr das gesehen? Schief. Mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte. Was ist mit Roth? Okay. Aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth. Der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. Warum gibt er mir nicht die Knifte? Hallo, ich habe zwar einen Bogen, aber Knifte ist was anderes. Ja, Freunde, ich habe mir überlegt, wir machen so ungefähr... Ist er da lang? Nein, wir müssen da lang. Okay. Wir machen ungefähr 20 Minuten Folgen, ne? Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um... Alles klar, wie gesagt. Pausieren und lesen, wer möchte. Könnte sehr, sehr spannend sein. Und. Hey, Axt nicht stabil genug. Okay. Hier oben, ich hab was gefunden.
gut. Na. Das nehmen wir mal mit. Da ist auch noch was. Wir haben den Hasen. Und wundert euch bitte nicht, das gehört alles dazu hier im Tomb Raider, ne? Wir werden auch noch viel erkunden können. Okay, wir sind voll mit Pfeilen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ausweichmanöver. LS und B. Nein, 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 du Wichser. Hurensohn. Das kann es doch nicht geben. Dazu möchte ich mich entschuldigen. Ich habe zwar vor kurzem erst Tomb Raider durchgezockt, aber ich zock momentan viel zu wenig. Das klingt gar nicht gut. Ausweichmanöver, da steht's doch. Alles klar, beide Wölfe haben wir. Ich hätte mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Ja, ich bin schon einmal wegen ihm gestorben jetzt. Nein, alles easy. Ne, ansonsten, ich habe mir eben so überlegt, ich glaube, ich gucke heute Abend echt diesen Tomb Raider-Film. In einem neuen Tomb Raider. Mehr, wo Angelina Jolie mitspielt. Ne, das sind ja die Älteren. Kenne ich allerdings auch. Hier haben wir ein neues Lagerfeuer. Ist klar. Wichtig. Lass mich raten, das können wir nicht öffnen. Ne, ist dieselbe. Da ist noch was. Ups. Mitte nehmen. Bergungsgut. Nice. Plus 10. Oh. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Alles klar. Während dieses Video jetzt war, habe ich mir den neuen Tomb Raider, sprich den von 2018, einfach gegönnt. Auf Prime Video. Wie sind ich? Ne? Alles klar, ich würde sagen, wir gucken mal, was wir machen müssen. Der muss gut gesammelt. Ich frage mich dennoch, was wir jetzt hier machen sollen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier lang. Das ist noch ein Hase. Weil es wird mit nichts angezeigt. Das war Legend. Das war wirklich Legend. Pisst euch. Haben wir. Ruhig machen. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Okay, wir brauchen mehr Bergungsgut. Okay, okay. Das sollten wir ja hinkriegen. Dann haben wir noch ein Bergungsgut. Ei. Ei. Nur noch ein bisschen mehr. Okay. Noch eins. Nochmal, dass wir genug Pfeile haben. Hier ist ein Hase, den brauchen wir gerade mal nicht. Ups. Ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal hier. Ei. Weiter. Hier ist das Lager. Ne, ansonsten. 20 Minuten Folgen, was sagt ihr dazu? Ist gut oder nicht gut? Ich finde es ja immer so faszinierend, auch das mit diesem Archäologie-Zeug und allem drum und dran.
bin ich jetzt... Mal sehen, ob ich die Axt wieder hänge. Sagen wir es so. Ich finde es interessant, ne? Aber ich bin mehr so auf diesem Level von... Oh, geil, Survival, ne? Du hast, kannst zocken und du erlebst halt einiges in Lara Croft. Vieles, was du selbst steuern musst und so weiter und so fort, ne? Das ist halt dementsprechend schon wirklich, wirklich cool. Bevor wir jetzt da hochgehen, würde ich aber sagen, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und öffnen da oben mal das Tor. Bis dahin, bewerten und kommentieren. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Haut rein. Ciao mit